Heute mal ein entspanntes Video auf meiner Couch mit einer Saftschorle. Lecker Johannisbeersaft. Ich glaube, Johannisbeersaft wird mein Trendgetränk für den Winter. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so, dass es einen großen Teil meines Lebens ausmacht. Was auch einen großen Teil meines Lebens in den letzten Wochen, Monaten ausgemacht hat, war mein Umzug. Ihr habt es mitbekommen, es gab nicht nur ein Video dazu, denn ich bin wieder in meine Heimatstadt gezogen. Und ich habe schon mal in einem Video erzählt, dass es sich so teilweise wie ein Schritt zurück angefühlt hat oder ich mir nicht sicher war, kann ich überhaupt wieder zurück in meine Heimat ziehen? Habe ich es dann nicht geschafft in der großen weiten Welt, aka Köln? Gehe ich zurück als Versager? Und deswegen dachte ich mir, im heutigen Video sprechen wir mal darüber, wie es so ist, wieder zurück in seine Heimat zu ziehen. Ich kann jetzt natürlich nur von meiner ganz persönlichen Sichtweise berichten und es mag sich sehr stark von dem unterscheiden, was andere von euch vielleicht erleben. Erstmal definiert jeder Heimat anders. Es gibt Leute, die vielleicht auch gar nicht, sage ich mal, ihre ganze Kindheit an einem Ort verbracht haben, deswegen vielleicht zerstreuter sind oder gar nicht so eine Heimat gefunden haben oder eine Wahlheimat gefunden haben, die dann zu ihrer echten Heimat wurde. Bei mir ist es halt so, dass ich bis zu meinem 23. Lebensjahr in Nürnberg gelebt habe, dann 2 Jahre in Köln und mich dann entschieden habe, wieder hierher zu ziehen. Und jetzt, so nach 1,5 Monaten, dachte ich mir, erzähle ich euch mal, wie mir das so ergeht mit der ganzen Sache. Ich habe ja in Köln nie so richtig Anschluss gefunden. Das ist auch total meine Schuld. Die Kölner sind super nette Leute. Aber ja, für mich war es irgendwie nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Also ich wollte unbedingt raus aus Nürnberg damals. Und ich bin auch mega froh und es war mega wichtig für mich, dass ich das gemacht habe. Weil hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich jetzt auch, würde mir wahrscheinlich meine Heimat immer noch bis hier oben stehen. Einfach, weil wenn man natürlich Abstand von einer Sache nimmt, dann kann man erst so erkennen, was das für einen bedeutet, wie wichtig einem etwas ist und was für einen Wert das für einen hat und was für einen Stellenwert im Leben vor allem. Und ich konnte nur dadurch, dass ich eben weggegangen bin, überhaupt sehen, was ich hier so habe. Freunde, Familie, irgendwie ein Umfeld, in dem ich mich wohlfühle. Und deswegen bereue ich das überhaupt nicht, sondern das war genau richtig, glaube ich, wie ich das gemacht habe. Aber ich bin auch froh, dass ich nicht an etwas festgehalten habe, was nicht funktioniert hat, in dem Sinne eben Köln, sondern mir auch eingestanden habe, dass ich vielleicht woanders glücklicher sein kann. Ich vergleiche das jetzt mal mit dem Thema Studieren. Ich finde es zum Beispiel, ich habe größten Respekt davor, wenn Leute ihr Studium durchziehen, auch wenn sie ihre Zweifel vielleicht haben. Ich habe aber auch größten Respekt davor, wenn Leute ein Studium abbrechen, weil sie sagen, sie haben zu viele Zweifel daran. Also beides erfordert unfassbar viel Mut, weil beides Risiken bewirkt. Beinhaltet. Was? Entscheidungen treffen sind, glaube ich, nie leicht, egal, vielleicht wirkt eins mutiger als das andere oder objektiv gesehen sinnvoller, aber letztendlich ist ja die einzige Person, die mit deiner Entscheidung letztendlich leben muss, also du selbst. Und ich muss sagen, dass ich halt Nürnberg jetzt auch wieder so ein bisschen neu für mich entdecke. Es hat sich unfassbar viel in den letzten Jahren auch getan und ich persönlich habe mich auch sehr verändert. Das heißt, ich lege jetzt viel mehr Wert auf Sachen wie, wo kann ich hier vegan essen gehen, wo kann ich hier fair Sachen kaufen, wo kann ich Secondhand shoppen gehen, wie sieht hier überhaupt die ganze Community aus, was das Ganze angeht. Gibt es Leute, die das Nachfragen, da habe ich früher gar nicht so drauf geachtet, jetzt natürlich schon und bin total begeistert, wie viel Angebot es hier gibt. Es ist jetzt auch demnächst irgendwie so ein veganer Weihnachtsmarkt, zumindest für einen Tag. Ich habe hier Leute gefunden, die irgendwie auch in nachhaltigen Bereichen arbeiten, mit denen man sich treffen kann und austauschen kann. Also es ist bestimmt so, dass es das vor 2, 3 Jahren auch nicht so häufig gab, weil das jetzt so halt der Zeitgeist ist. Aber ich natürlich auch nicht so krass Ausschau danach gehalten habe. Deswegen hat sich das nicht so wie ein Rückschritt angefühlt, sondern weil ich habe das Gefühl, hier geht auch einiges. Und ich kann das vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr anstupsen. In Köln zum Beispiel, da gibt es halt auch schon wahnsinnig viel Angebot. Und das ist auch toll, aber gerade wenn man vielleicht auch was Neues starten möchte oder wenn man auch so seine Heimatstadt, die einen ja irgendwie all die Jahre begleitet hat und auch tolle Erinnerungen einem mitgegeben hat, wenn man da so was zurückgeben möchte, ist es natürlich mega cool, wenn man hier auch ein neues Projekt angehen kann und so den Leuten was zurückgeben kann. Ich hatte ja in dem einen Video schon erzählt, dass ich ja so eine Idee habe von meinem Traum und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich wohne jetzt 1,5 Monate hier, ne? Ich kann und will noch nicht zu viel verraten, weil so konkret ist es auch noch nicht, aber das
ich jetzt tatsächlich mit Freundinnen daran arbeite, diese Idee umzusetzen. Und das ist richtig, richtig cool einfach. Also ich hatte ja so ein Konzept mir überlegt, dass es einen Laden gibt, einen Ort, an dem viele verschiedene Sachen passieren können. Also das ist vielleicht ein veganes Café und vielleicht hat man noch einen Secondhand-Laden und vielleicht kann man da auch irgendwelche Yogastunden machen und vielleicht kann man da auch Lesungen und Workshops und Vorträge und sich treffen und sowohl jung als auch alt ist willkommen. Und dieses Konzept arbeiten wir tatsächlich gerade aus. Also wer weiß, vielleicht in den nächsten Monaten, es wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern, kann ich dann tatsächlich nicht nur online etwas erschaffen, sondern offline. Und das ist sowas, was ich natürlich auch super spannend finde. Deswegen hat sich für mich der Umzug in keinster Weise wie ein Rückschritt angefühlt. Das Einzige, was ich wirklich extrem vermisse, ist eine vegane Pho bei Chum Chai. Das heißt, wenn ihr in Köln lebt, bitte esst eine für mich. Die vermisse ich wirklich sehr. Und das Café Rotkehlchen kann ich auch ganz, also Shoutout an euch. Die haben immer so geile vegane Kuchen und ein veganes Lachsbrötchen. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Vielleicht muss ich mal mir das Rezept, muss ich mal erfragen, damit ich das selber machen kann. Ich vermisse das sehr. Und das nächste Mal, wenn ich in Köln bin, da werde ich mir vom hier Lieferandomann, da werde ich mir seine Tasche ausleihen und dann ganz viel Essen da rein und damit nach Hause fahren, damit ich dann 3 Tage danach auch noch eine Freude dran habe. So ist zumindest mein Plan. Also da sehe ich schon noch so ein bisschen teilweise Ausbaufähigkeit, was hier vegane Restaurants. Also es gibt schon viele. Aber ich habe noch nicht mein Café Rotkirchen und nicht mein Chum Chai in Nürnberg gefunden. Deswegen, wenn ihr Tipps habt, schreibt mir das gerne. Und natürlich, wenn man ein Umfeld hat, in dem man auch ganz viel Unterstützung hat und vertraute Leute, denen man weiß, man kann sich auf die verlassen, die haben vielleicht ähnliche Vorstellungen von der Zukunft, von dem Leben, von dem Zusammenleben, ist es natürlich ganz, ganz, ganz viel wert. Gerade wenn man auch so ein Projekt umsetzt, wo man irgendwie langfristig dran arbeiten möchte und viel Zeit miteinander verbringen wird und ganz, ganz viel Schweiß und Herzblut erstmal reinstecken muss, damit es überhaupt was wird. Das kannst du ja nicht mit jemandem machen, der erstens nur aufs große Geld aus ist, weil das ist kein Projekt, wo ich jetzt die Millionen sehe, dass die da reinkommen. Aber das muss es auch gar nicht sein, weil ich glaube, ich brauche einfach Leute, die wirklich mit Herzblut da drin stecken und eine Vision haben, die sich mit meiner übereinstimmt und einfach auch so diesen sozialen Gedanken und diesen nachhaltigen Gedanken teilen. Ja, und dass man sich halt einfach langfristig auch auf die verlassen kann. Und sowas zu finden, braucht ja auch irgendwie ein bisschen Zeit oder das muss halt der perfekte Match sein. So. Das ist wahrscheinlich ähnlich schwierig wie einen Partner fürs Leben zu finden, weil es ja dann Geschäftspartner in dem Sinne ist. Ja, und hier habe ich halt das Gefühl, ich habe so ein Auffangnetz, selbst wenn das nicht klappen würde. Erstmal weiß ich schon, dass mindestens so 15 Leute zur Party kommen würden. Ich mache auch eine Einweihungsparty. Da kommen bestimmt auch ein paar Leute, da freue ich mich auch schon. Also mit Einweihungsparty meine ich, es gibt Snacks und es werden Gesellschaftsspiele gespielt. Also. Und natürlich ein DJ und eine Schaumparty. Aber das ist mir halt voll wichtig und da bin ich voll dankbar für, dass ich das Gefühl habe, ich kann hier mich auch fallen lassen und ich habe Leute, die im Notfall für mich da sind, egal ob Familie oder Freunde. Und das hat mir einfach so gefehlt. Vielleicht geht es euch ja ähnlich, dass ihr euch manchmal ein bisschen lost fühlt. Vielleicht mögt ihr das aber auch gerne, zum Beispiel anonym in einer anderen Stadt zu leben. Vielleicht ist es für jetzt genau das Richtige, aber das heißt nicht, dass es für immer so sein muss. Aber ich glaube, was ich so gelernt habe mit meinen weisen 26 Jahren, dass es auch völlig okay ist, Meinung zu ändern und sich gewissen Lebensumständen anzupassen und Neues für sich zu entdecken und Altes hinter sich zu lassen. Das ist irgendwie, also das beschreibt so, glaube ich, die letzten, weiß ich nicht, 7 Jahre meines Lebens, also seit quasi Ende der Schule, verändert sich ja einfach wahnsinnig viel. Man hat nicht mehr so diesen 9-to-5, sage ich schon. Ja, teilweise hatten wir bis 17 Uhr Schule. Ich war erster G8-Jahrgang, ja? Ihr wisst gar nicht, wie schlimm das ist. Teilweise, also man hatte ja einfach so einen sehr geregelten Tagesablauf. Man hat seine Freunde jeden Tag in der Pause gesehen, wenn man gerne in die Schule gegangen ist und Freunde in der Schule hatte. Bei mir war das so, ich bin gerne in die Schule gegangen, ich habe meine Freunde gesehen, ich habe das gemacht und dann war so der, also das war halt alles sehr geregelt. Und ab nach der Schule ist gefühlt alles so, super viel passiert und super viel hat sich verändert. Ich habe mich extrem verändert in meinen Lebenseinstellungen und ich plane auch, mich weiterhin immer wieder zu hinterfragen und zu reflektieren und im Alter auch nicht jemand zu werden, der sagt, na, wir haben das damals aber auch schon immer so gemacht, sondern dass man sich immer wieder hinterfragt und so. Das ist, glaube ich, eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist und dass man
eben, ich hasse das, wenn mir Leute wünschen, bleib so, wie du bist. Also ich weiß, es ist nett gemeint, aber ich bleib ganz sicher nicht so, wie ich bin. Weil wenn ich immer noch die 18-jährige Mirella wäre, dann würde ich immer noch Primer-Calls drehen. Und das will ja nun wirklich keiner sehen. Veränderungen sind gerade auf YouTube sehr ungern gesehen. Die hat sich so verändert. Manche haben ja auch geschrieben, dass ich jetzt, wie ich, wo ich wieder in die Heimat zurückziehe, wieder mehr aussehe, wie als ich hier gewohnt habe. Und das stimmt tatsächlich, weil ich ja in Köln mir die Haare rot gefärbt habe und den Pony kurz vorher geschnitten habe. Vor Südamerika, glaube ich, war das ungefähr. Und jetzt bin ich wieder zurück und meine Haare sehen einfach genauso aus wie vor 3-4 Jahren. Nur ein bisschen fettiger. Aber sonst. Ja, vielleicht ist das so ein kleiner Lebenszyklus, einen sehr kurzen, den ich gerade durchlaufen habe, wo ich mich wieder so besinne auf das, was mir wichtig ist. Aber ich bin ja trotzdem nicht die gleiche Person, die ich vor 3 Jahren war, sondern im Gegenteil. Ich bin so eine, ein bisschen, ich weiß es nicht, ob optimiert das richtige Wort ist, weil es klingt so, als ob ich jetzt der Nonplusultra-Mensch wäre. Aber ich glaube schon, dass ich im Vergleich zu dazu besser geworden bin. Aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Zumindest bin ich sehr glücklich. Also so, ich fühle mich einfach pudelwohl hier. Anders kann ich es gar nicht ausdrücken. Natürlich zieht es mich so urlaubsmäßig, möchte ich gerne mal noch dahin reisen und das sehen und so weiter. Aber ja, ich meine, ich wohne auch erst 1,5 Jahre hier. 1,5 Monate. What? Vielleicht ändert sich das auch in einem Jahr, aber gerade bin ich echt glücklich mit der Entscheidung und bin froh, dass ich mich auch ein bisschen getraut habe, weil ich mir ganz lange nicht eingestanden habe, dass ich das eigentlich machen möchte, dass es irgendwie auch funktioniert. Also sowohl mit dem Podcast, wir nehmen jetzt halt einfach immer über FaceTime auf und jeder hat seine eigene Aufnahme und dann wird es zusammengeschnitten. Das funktioniert mega gut, da bin ich auch total erleichtert. Und dass ich hier auch einfach so mein normales Leben habe, was halt nicht auf Social Media stattfindet. Ich habe das Gefühl, meine Stories sind ein bisschen weniger geworden, meine Posts, da muss ich noch irgendwie so einen Mittelweg hinkriegen, weil ich ja schon auch gerne coolen Instagram-Content mache, aber teilweise sind es immer so eine sehr coole Sache, wie zum Beispiel dieses Bitte nicht schminken-Video, das fand ich sehr cool, das kam ja auch super bei euch an und dann ist so ganz lang Leerlauf und dann passiert nichts und dann poste ich wieder irgendwas und vielleicht, dass ich diesen Leerlauf noch ein bisschen effizienter nutze und mehr poste, aber ich hätte einfach auch nicht das Bedürfnis habe, jedes Treffen mit Familie, mit Freunden zu dokumentieren, weil, keine Ahnung, glaubt ihr mir sonst nicht, dass ich wirklich Freunde habe? Das denke ich mir auch manchmal. Mein Instagram-Account sieht so aus, als ob ich keine Freunde hätte. Das liegt nur daran, dass ich keine Influencer-Freunde habe. Ich wollte mal im nächsten Video machen, warum ich auf keine Influencer-Events mehr gehe. Schreibt mir gerne, wenn ihr das sehen möchtet. Auch gerne, falls ihr irgendwas anderes von mir sehen möchtet. Abgesehen von Nacktfotos. Die kann ich euch leider nicht geben. Außer ihr bietet sehr viel Geld. Nein, das war ein Witz. Gut, wir driften ab vom Thema. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Das war einfach eine kleine entspannte Session. Ich hoffe, das ist auch mal okay. Bis bald. Tschüss.